Servus Leute und willkommen zurück zu Band Banished. Jetzt hätte ich fast irgendwelche anderen Spiele gesagt. Ich habe zu viele Projekte, ich verwechsel das ständig. Echt schlimm. So, wenn das nächste Mal dieser Trader kommt, hat er hoffentlich diese Seeds dabei, die wir bestellt haben. Allerdings muss dann natürlich auch erstmal der richtige Trader kommen. Den Livestock Trader hätten wir theoretisch am Anfang noch was mit, einen Auftrag mitgeben sollen, nach Hühnern oder so. Oder nach Schafen. Hühner und Schafe wären praktisch. Aber das ist natürlich auch blöd. Also hier wird schon weggeschafft für die Schule. Und wenn die Brücke fertig ist, wird auch die Schule, denke ich, schnell gebaut werden. Ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht so lange mehr für die Brücke, glaube ich. Der Builder klopft da ja fleißig rum. Da ist er auch schon fertig. Der baut jetzt nur hinten noch kurz den Weg fertig, vermutlich. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie weit muss denn der Weg. Damit ich die Forester Lodge hier... Der muss hier hinten irgendwo... Gut, das muss ich dann machen, wenn ich die Forester Lodge habe. Weil sonst wird das nix. So, die Felder werden schon wieder... gedeihen schon wieder. Das finde ich gut. Die Rinder backen irgendwie aus dem... Ding hier raus. Aber naja. Aber normalerweise könnte man doch auch aus dem Ding Kühe... Käse machen, oder? Ich meine, das sind Kühe. Insofern müsste das doch eigentlich passen. Ich meine, die haben Kettle und... Ja gut, das... Vielleicht sind es alles Männchen. Das wäre natürlich blöd. Sehe ich das irgendwo? Ich sehe das gar nicht, ne? Aber normalerweise müssten die doch da einwandfrei Käse draus machen können. Also das ist ein bisschen komisch dann. Warum sowas nicht geht, sage ich mal. Du wirst diese Saison hoffentlich mal geerntet werden. Wir dürfen jetzt aber eigentlich genügend Loks haben momentan, oder? Ja, 7 haben wir. Aber es ist besser als vorher. Wir haben schon mal zumindest nicht dauerhaften Mangel. Habt ihr schon was produziert? Stone und aus unerfindlichen Gründen Baumstämme. Habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie das klappt, aber irgendwie wird es schon gehen. So, die Schule, wie sieht's da aus? Loks haben wir komplett, Stone und Eisen haben wir auch fast komplett. Da sollte also gleich gebaut werden dran. Der Schmied arbeitet, hört man ja lautstark. Hallo, wollt ihr vielleicht mal ein paar Loks hier ran transportieren? Ach, guck mal, wird schon gebaut, super. Sollte ja dann gleich fertig sein auch. Wir brauchen dann nur, wenn das Ding fertig ist, einen Teacher. Aber wir haben ja momentan genügend Laborer. Und die Builder passen eigentlich dann, wenn das fertig ist, auch 2. Aber dann kümmern wir uns erstmal um die Mine. Na, erstmal Forester, wir brauchen Stämme. Und wir brauchen irgendwie Nahrung. Das ist gerade echt blöd. Wir bräuchten halt auch Chicken, damit wir Ding kriegen. Als Nahrung. So, jetzt erstmal einen Teacher zuweisen. Und dann brauchen wir hier drüben einen Forester. Oh, ich muss ja da rein. Dann drehe ich den mal... Moment, drehe ich den mal so. Da kann der hier hinten mal foresten. Forest Gumpen sozusagen. Der entfernt ja auch... Hier Eisen und so Sachen. Das ist also auch ganz gut. Also du hast hier vorne direkt deinen Anschluss sozusagen. Huch, da ist ja ein Berg. Deshalb kann der da nicht rum. Denkt man schon die ganze Zeit, was da falsch. Kann ich hier nicht irgendwie so rum vielleicht? Nee, geht nur hier rum, okay. Du sollst aber hier... Na gut, dann machen wir es halt so. Ist jetzt ein bisschen unkonventionell, aber geht schon. Die Laborer werden sich da dann hoffentlich darum kümmern, dass die Forester Lodge gebaut wird, wenn ich sie jetzt gerade finden würde. Hallo? Was ist das Ding jetzt? Hallo, Forester Lodge? Ich finde das Teil gerade nicht. Ist egal. Die finden wir schon, wenn es gebaut ist. Dann reichen aber auch erstmal 2 Builder. Die Laborer weiß ich gerade gar nicht, was ich mit denen mache. Ich brauche vor allem dann auch noch ziemlich viele Forester. Ich brauche... Ja gut, 2 mehr brauche ich später dann, wenn das Ding fertig ist da drüben. Und wenn wir hier noch eine gebaut haben, braucht man noch einen mehr. Noch 2 mehr. Ist alles blöd. Alles blöd. Und die Mine muss fertig werden. Die kann ja auch... der fehlt ja eigentlich nur noch Loks. Aber das ist halt jetzt momentan so ein bisschen problematisch mit Loks. So. Das wächst schon alles schön fleißig. Jetzt schaue ich mal, kommt hier gerade ein Händler irgendwo an? Beziehungsweise haben wir was im Lager? Wir haben Iron Tools, Firewood 100 und Herbs 300.
Firewood können wir mal 200 einlagern. Iron Tools können wir lassen. Gut. Wunderbar. Dem Iron Tool Fuzzi fehlt es halt auch an Stämmen, ist das Problem. Da müssen wir schauen, dass wir hier schnellstens diesen Forester fertig bekommen. Jetzt habe ich ihn auch mal gefunden. Super. Wird auch schon removed hier alles und dann passt es schon. Der hat halt einen ziemlich langen Weg, weil er seine Stämme dann hier rüber tragen muss. Da müssen wir dann schauen, vielleicht bauen wir auch nochmal Steinstraßen oder sowas. Wir haben jetzt 45 Einwohner inzwischen. Also komm gut klar gerade, würde ich sagen. Und hier wird schon geerntet, wunderbar. Dann haben wir auch... Oh, ein Kälbchen. Es vermehrt sich. Haha. Es wird aber immer noch nichts produziert. Da müssten wir, wie gesagt, dann schlachten. Also das müssen wir halt dann so einrichten, dass wir eben dann gegen Ende... Also das ist vielleicht dann so... Wie soll ich das ausdrücken? Die Herde ist dann eher so Notgroschen, wenn wir halt gegen Ende des Winters keine Felderträge mehr haben, dass wir dann ein paar Rinder schlachten quasi. Dass wir dann noch mal einen Schub Nahrung bekommen. Aber sonst möchte ich die Herde eigentlich so weit wie möglich in Ruhe lassen, bis sie groß genug ist, dass wir gefahrlos was schlachten können von denen. Weil sonst kann uns das passieren, dass die Herde ausstirbt. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, Tiere können hier auch irgendwie aussterben oder krank werden. Ich meine, die sterben vermutlich so oder so an Altersschwäche irgendwann, aber wir haben ja jetzt hier zumindest mal ein Kälbchen. Also funktioniert die Fortpflanzung schon mal. So, du kannst... Du hast ausgeworkt jetzt, das Dufeld. Hier wird noch geworkt, hier wird noch geworkt. Hier haben wir 88%, gut. Wird also auch geworkt. Twerken wir mal. Nee, bitte nicht. Also die pflanzen sich auf jeden Fall fort. Das heißt, wir haben unterschiedliche Geschlechter von den Tieren hier. Du wirst aus unerfindlichen Gründen noch nicht wirklich gebaut, weil wir vermutlich keine Loks haben. Doch, wir haben Loks. Ach, die brauchen nur ewig, bis sie das dahinter tragen. Deshalb. Ach, guck mal. Der Builder ist auch am Weg klatschen gerade schon. Direkt hier am Berg entlang. Den kann ich leider nicht ebnen. Ist blöd, weil es halt jetzt gerade hier so ein Berg ist, aber naja, macht ja nichts. Auf dem Berg direkt wachsen auch keine Bäume, sehe ich gerade. Ne? Da wächst scheinbar gar nichts. So, unsere Average Health ist auch noch in Ordnung. Die Average Happiness ebenfalls. Eine Schule haben wir jetzt auch mit zwei Schülern. Und hier haben wir immer noch kein Leder. Wir bräuchten auf jeden Fall Wolle langsam. Ziemlich dringend. Ach, guck mal, wir haben jetzt schon drei Schüler. Und dann arbeiten die natürlich auch alle besser. Wenn wir hier eine Schule haben und die Leute ausbilden. Ach komm, jetzt karrt doch mal den restlichen Stein hier ran. So viel kann das doch nicht sein, oder? Und wir haben hier so viel Eisen. Hilfe, hey. Und Stein auch hier hinten. Alter. Jetzt wenn der alles abbaut mit seiner Forester Lodge, da hat er Spaß, du. Wir können auch die Builder natürlich zuweisen. Wir haben jetzt zwei Builder hier zugewiesen. Wir können auch einen abziehen und den an einer anderen Baustelle einsetzen. Allerdings haben wir gerade keine, außer die Mine. Aber die ist ja pausiert. Ich mache jetzt das mal wieder ein bisschen langsamer. Wir müssen also immer schauen, die Trader kommen also aus dieser Richtung hier. Also aus von diesem Kartenrand, da spawnen die scheinbar. Gut zu wissen. Was ist das hier oben? Ach, das ist die Quarry. Ich dachte mir schon, was ist das für ein brauner Fleck hier oben? Das ist ja die Quarry. Oder der Quarry oder wie auch immer. Hat bisher 7 Stein produziert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das 7 Tonnen sind oder so. Essen haben wir genügend, vor allem weil auch halt die Pekannüsse jetzt geerntet wurden. Da haben wir jetzt auch 406 Tonnen. Gut, das ist vielleicht doch ein bisschen arg viel, oder? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das, keine Ahnung, Kilogramm vielleicht? I don't know. Das Kälbchen wird langsam erwachsen und dann sollte sich die Herde auch deutlich vermehren, hoffentlich. Der Blacksmith ist ins Limit gerasselt. Das passt auch, weil der soll auch nicht mehr produzieren. Denn dann schnappt uns nur die ganzen Loks weg, die wir brauchen. Hinten ist immer noch nicht alles an Stein da. Braucht aber auch ewig. Wir könnten hinten theoretisch auch noch einen Jäger bauen. Aber ich glaube nicht, dass das effizient ist. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt gerade nicht sagen.
Wir haben Late Autumn und jetzt fängt auch der Winter an. Also das heißt, ihr solltet euch vielleicht mal ein bisschen beeilen, Jungs. Also nur mal so. Ist halt blöd, weil die jetzt das alles so ewig langsam hier hinterräumen, ne? Was haben wir jetzt? Reserve of Logs is low. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ach ja, Moment, da war ja was. Die können ja alle stillgelegt werden. Dann kann ich da ja eigentlich mal noch ein paar Bilder zuweisen, dass das ein bisschen schneller geht. Dann können wir auch die Mine dann weiterbauen. Wenn der Forester da hinten fertig ist. Und ich habe schon wieder das Fenster zugemacht hier. Wird das jetzt mal was mit dem Forester? Mein Gott. Ist vermutlich halt das Problem, dass die so ewig brauchen, bis der Stein da mal ankommt, weil die immer nur ein Kilo Stein sozusagen tragen. Oder eine Einheit Steine. Und das dauert. Ich hätte den Weg auch hier rumziehen können, ne? Ist egal. Wäre vermutlich intelligenter gewesen. Kann ich den vielleicht... Ja, ich kann den aber auch nicht. Ich kann den aber auch nur hier rumziehen. Und das sieht auch kacke aus, also insofern... Nicht wirklich sehr effizient. Ich sollte mal ein bisschen langsamer hier. Ist gerade da hinten ein Baum umgefallen? Ist die Forester Lodge... Nee, die geht bis knapp hier hinten. Also kann gut sein, dass da hinten gerade ein Baum umgefallen ist von den Forestern. So, denen geht es hoffentlich gut. Unseren Kühen. Unserem Livestock. Der ja auch noch gehegt und gepflegt werden muss. Reserve of Logs ist low. Ja, ich bin doch dabei. Mein Gott, stellt euch doch nicht so an. Ich könnte auch natürlich hier wieder was wegräumen an Bäumen. Hinten diesen Platz könnte man zum Beispiel mal freiräumen. Alle remove resources, bitte. Hier, das könnt ihr mal freiräumen, liebe Laborer. Dann haben wir zumindest wieder ein paar Logs mehr. Der Förster hier wird sich nicht freuen drüber, aber naja. Wir können natürlich auch das Planten ausschalten, aber das bringt ja nichts. Weil das, dafür ist ja der Förster eigentlich da. Weil abholzen können die Laborer genauso. Aber er pflanzt halt neu und kümmert sich um den Wald allgemein. So, wie sieht's denn aus mit Hausbelegung? Langsam ein bisschen eng, ne? Wir bräuchten Häuser. Aber erstmal Forester und Mine, bitte. Dann Häuser. Ist aber eh gleich fertig hier, der Forester. Wenn man es verschreit, ne? Hier 2, 6. So. 2 von 2. Bei den anderen Forestern stelle ich das jetzt auch mal so ein. 2 of 2 of 2. Und hier hinten ebenfalls. So. Haben wir die Forester. Dann Mine. Wichtig. Bauen, bitte. Schnell. Logs sollten wir haben. Stein ist hier gerade nicht auf Lager, weil die Quarry irgendwie nicht wirklich arbeitet. Passiert, ne? Ich hoffe mal, den Stein kriegen wir irgendwo anders her. Ist halt echt blöd, ne? Weil die Quarry ja eigentlich sich um Stein kümmern sollte. Hier läuft auch einer rum und produziert Stein, aber das ist alles nicht so wirklich effizient. Alles doof. Ist doof. So, die Kuh ist bald erwachsen. Dann hat sich unsere Herde schon wieder um 1 vergrößert. Mein Tier. Was ich sehr gut finde. Der Friedhof hat immer noch kein Grab. Finde ich auch super. Warum läuft das Kind hier über den Friedhof? Bisschen creepy, oder? Ja gut, weil es kürzer ist, ne? Also Menschen sind ja faul. An sich. Aber sonst läuft die Stadt eigentlich ganz gut bisher. Ich kann mich jetzt nicht beschweren gerade. Kann sich aber auch schnell ändern. Hier kann man auch das durch Workplace kann man durchschalten. Center the View, okay, passt schon. So, hier drüben, der Forester sollte ja arbeiten. Und dann haben wir ja auch... Alter, das ist so schlimm, ne? Wie viele Förster wir hier brauchen, um einigermaßen so ein paar Stämme herzubekommen. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder Winter. Wir haben jetzt zwar ein paar Stämme auf Lager, 3 Stück. Und dafür haben wir keinen Stein. Warum auch immer die hier so wenig abbauen. Ich meine, die haben 12 Steine, das ist ja gar nichts. Wir müssten vermutlich viel mehr Leute zuweisen. Ah, das ist alles blöd. Ich werde jetzt erstmal die Bilder hier abziehen und auf den Steinbruch schicken. So, jetzt haben wir nur noch einen Laborer.
Und dafür ein paar Stonecutter. Firewood Reserve ist low, okay. Food passt noch. Das Firewood ist halt nur ein bisschen low, das stimmt schon. Aber das geht schon noch. So schnell werden die jetzt auch nicht verhungern. Wir kriegen ja immer wieder ein paar Logs rein. Durch die Förster. Das passt dann also schon. Ja, und zum Beispiel dieses Ding haben sie 137 Logs produziert. Das ist schon mal deutlich besser. So, Late Winter. Wir müssen da nur aufpassen, dass wir halt die Leute wieder aktivieren, die Farmer. Und da muss auch der Steinbruch ein bisschen wieder an Männern oder an Arbeitern ärmer werden sozusagen. Oh, Early Spring. Moment. Wir lassen hier mal 4 Leute drin und schicken wieder 6 aufs Feld. Ach ja, Moment, das war blöd. Erstmal muss ich die einschalten, dass ich die gleich zuweisen, weil sonst backt es wieder ein bisschen rum. So, genau. 2, 2, 2, super. Wir haben jetzt zwar leider keine Laborer mehr, aber zur Not können wir ja von den Stonecuttern welche abziehen. Wir brauchen hinten halt hauptsächlich... Oh! Minial the Farmer was crushed by a rock. Na toll. Wir haben also doch unseren ersten Toten. Jemand wurde von einem Stein erschlagen. Rest in peace, Minial. Oder rest in peace ist, wenn man von einem Stein erschlagen wird, vermutlich eher. Aber das ist... das so genau wollen wir das gar nicht wissen, glaube ich. Wie sieht's mit Händler aus? Kommt der im Spring schon oder kommt der immer erst im Sommer? Ich weiß es nicht. Wir haben hier unsere 4 Kühe, die sich vermutlich auch irgendwann nochmal weiter vermehren werden. Hoffe ich jetzt zumindest mal, dass sie das tun. Okay, Stämme ist immer noch low. Stein haben wir gar keinen. Das ist natürlich toll. Wir haben 46... ja, doch 46 Einwohner. Ihr produziert immer noch nichts wirklich, ne? Also dieser Quarry ist, glaube ich, erst effizient, wenn wirklich 15 Leute drin arbeiten. Kann das sein? Ich meine, Loks werden jetzt hier produziert. Wir haben jetzt hier 55. Dieser Saison. Hier haben wir bisher 6. Ne, Moment. Das kann nicht sein. Diese Saison 2. Genau, letzte Saison 55. Hier haben wir letzte Saison 137. Und die haben auch schon 2 produziert, diese Saison. Gut. Dann passt das ja schon mal. Haben wir ein bisschen Luft. Also jetzt haben wir zumindest das Lok-Problem gerade so am Rande gelöst. Weil das halt alles noch relativ knapp ist. Ist noch Mangelversorgung jetzt gerade. So. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Und man sieht sich in der nächsten Folge morgen. Und bis dahin. Servus.